Hi, herzlich willkommen. Schön, dass du eingeschaltet hast zum Kindergottesdienst. Du darfst jetzt aufstehen von deinem Sofa oder deinem Stuhl oder wo auch immer du gerade bist. Kannst dich kurz ausschütteln, dich auslockern und dann steigen wir direkt ein in unser Spiel und in den Kinderlobpreis und dann sehen wir uns gleich wieder. So, damit steigen wir ein in unser Spiel. Da brauche ich aber meine liebe Natascha dazu. Yay! Kräftigen Applaus zu Hause. Cool. Und für mein Spiel brauche ich mal ein schickes Hemd, weil, na, jetzt habe ich es geschafft. Sieht gut aus, gell? Weil bei dem Spiel wird es darum gehen, ich habe seit Tagen Hunger auf so eine richtig leckere Hawaii-Pizza. Du auch? Okay. Aber ich krieg's nicht hin, daheim die zu backen. Deswegen brauche ich jetzt dich dazu und dich, Natascha, damit wir zusammen jetzt die Pizza backen. Okay, du darfst gern aufstehen, weil wir machen ja nicht eine kleine Ofenpizza, sondern wir machen das gleich mal richtig deluxe, richtig groß. Wenn du sagst, nee, ich mag keine Hawaii-Pizza, was machen wir dann? Dann darfst du zu Hause deine eigene Pizza backen, okay, mit deinem eigenen Belag. Aber als erstes brauchen wir mal die Zutaten für den Teig. Da schütten, also macht mal eine große Schüssel, die große Schüssel. Ja, nicht die kleine, die große Schüssel, genau. So, die stellt ihr mal vor euch hin. Okay, habt ihr das hingestellt? Gut. Dann müssen wir jetzt, brauchen wir was? Brauchen wir Mehl. Mehl rein. Dann brauchen wir ein bisschen Wasser, glaube ich, kommt noch mit rein. Ein bisschen Öl, ein bisschen Hefe. Dann fangen wir an zu kneten. Knetet mal kräftig mit. Kräftig kneten. Kräftig, kräftig kneten. Wie sieht es bei euch zu Hause aus? Klappt das? Gut, richtig feste. Das ist so eine richtige Manscherei am Anfang. Gut, jetzt Tuch drüber. Guck mal ganz hinten nach ganz vorne. Das ist ja die große Schüssel. Und dann stellen wir die Schüssel, müssen wir hier hochheben, auf die Seite. Gut. So, jetzt müssen wir die Tomatensoße machen. Weil auf eine gute Pizza gehört Tomatensoße. Wir haben aber nur ganze Tomaten. Das heißt, wir müssen die erstmal zermanschen. Das heißt, wir müssen jetzt mal die zerstampfen. Feste. Habt ihr Füße gewaschen hoffentlich vorher? So, aber ein bisschen fester. Kommt richtig fester, 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 fester. So, gut. Jetzt kommt da in die Füße mal ausschütteln. Die restliche Tomatensoße weg. Da freut sich die Mama über die Tomatenflecken. So, jetzt muss in die Tomatensoße noch ein bisschen Gewürze. Gut, und jetzt müssen wir das rühren. Geht mal so ein bisschen in die Knie, den Kochlöffel und feste im Kreis, feste rühren. Okay, und andersrum. Okay, gut. Dann unsere Tomatensoße wegstellen. Jetzt müssen wir noch die anderen Zutaten schneiden. Für meine Hawaii-Pizza brauche ich Schinken und Ananas. Also, müssen wir mal schneiden. Ganz schnell mit den Händen. Ich weiß ja nicht, was du drauf willst, aber feste schneiden. Schneiden, schneiden, schneiden. Wie sieht's aus? Fertig? Okay, gut. Dann auch auf die Seite den Käse reiben. Richtig schön reiben, reiben, reiben. Bitte nicht die Finger in die Reibe kriegen, das tut weh. Schneller, schneller. Okay. Gut, Käse auf die Seite. Holen wir uns den großen Teig, die große Teigschüssel wieder. Gut, dann Teig raus. Und jetzt müssen wir den ausrollen. Ihr macht die Hände flach und nach vorne und nach hinten. Wir müssen jetzt groß ausrollen, nach vorne. Klappt bei dir? Yeah. Gut. Feste den leckeren Pizzateig ausrollen. Sieht's gut aus? Bei mir sieht's gut aus. Ich glaube, der ist jetzt dünn genug, so wie ich ihn mag. Was muss jetzt drauf? Tomaten. Die Tomatensoße. Gut, dann holt mal eure Tomatensoße. Einmal drauf. Und verteilen, das geht jetzt im Kreis, im großen Kreis. Flache Hände müssen die Tomatensoße verteilen. Gut, jetzt den Schinken und die Ananas drauf verteilen auf der ganzen Pizza. Die ist ja riesengroß geworden. Und unseren Käse muss auch mit drauf, auch nochmal. Schön drüber streuen. So, und jetzt schieben wir das in den Ofen. Machen den Ofen zu, von unten nach oben, den Deckel zu. Okay, und jetzt müssen wir warten. So, Natascha, wie lange braucht so eine Pizza? 10 Minuten? Okay. Nicht einschlafen dabei, weil das geht sonst schief. Ich weiß nicht, ob das euch mal passiert. Oh, ich glaube, unsere Pizza war zu heiß drin. Gucken wir mal schnell nach, schnell reingucken. Und, wie sieht eure Pizza aus? Wie sieht sie aus? Gut? Meine auch. Und, lasst sie euch schmecken. Das heißt, jetzt ganz schnell in den Mund. Und jetzt, die Technik hat nichts abbekommen. So, und jetzt räumen wir die Sachen weg und gehen weiter in den Kinderlobpreis.
groß, bist du klein? Bist du groß oder bist du klein? Oder mittendrin? Gott liebt dich. Bist du dick oder bist du dünn? Oder mittendrin? Gott liebt dich. Er liebt dich, wenn du lächelst. Er liebt dich, wenn du weinst. Er liebt dich, wenn du müde bist. Er liebt dich, wenn du träumst. Oh, egal wie du aussiehst, egal wie du dich fühlst, Gott liebt dich, gib ihm die Ehre. Oder bist du klein oder mittendrin? Gott liebt dich. Bist du dick oder bist du dünn oder mittendrin? Gott liebt dich. Er liebt dich. Er liebt dich, wenn du lächelst. Oh, egal wie du aussiehst, egal wie du dich fühlst, Gott liebt dich, gib ihm die Ehre. Gott liebt dich, gib ihm die Ehre. Gott liebt dich und dich und dich und dich und dich und dich und dich. Gott liebt dich. Und jetzt bist du bereit, wirklich einen Bärenstark zu spielen? Komm, steh auf, mach mit. Bärenstark. Bärenstark, du bist du, du Bärenstark. Oh yeah, Bärenstark. Du-bi-du-bi-du, Bärenstark. Oh yeah, Bärenstark. Du-bi-du-bi-du, Bärenstark. Noch einmal. Bärenstark. Du-bi-du-bi-du, Bärenstark. Bärenstark bist du, mein Gott. Du bist der Herr der ganzen Welt. Was du tust, das ist gut. Du bist mein ganzer Herr. Du bist groß und du hast Macht. Es ist dir unterstellt. Du bist mein Freund und du bist der, der mich in seinen Armen hält. Sicher hält. Bärenstark. Bärenstark. Du bist du, wie du, Bärenstark. Oh yeah, Bärenstark. Du-bi-du-bi-du, Bärenstark. Noch einmal. Bärenstark. Du-bi-du-bi-du, Bärenstark. Oh yeah, Bärenstark. Du-bi-du-bi-du. Okay, jetzt ein großes Bär. Komm, zeig es. Oh, Bärenstark. Du-bi-du-bi-du, Bärenstark. Oh yeah, Bärenstark. Du-bi-du-bi-du, Bärenstark. Und jetzt ein ganz kleines. Bärenstark, Bärenstark, du bist du, wie du, Bärenstark. Oh yeah, Bärenstark, du bist du, wie du, Bärenstark. Oh, Bärenstark bist du, mein Gott. Du bist der Herr der ganzen Welt. Was du tust, das ist gut. Herr, du bist mein starker Herr. Du bist groß und du hast Macht. Alles ist dir unterstellt.
mein Freund und du bist der, der mich in seinen Armen hält und sicher hält. Bärenstark, oh Bärenstark, du wie du wie du Bärenstark, oh yeah, Bärenstark, du wie du wie du Bärenstark. Ich bin von innen, außen, oben, unten glücklich alle Zeit. Ich glaube, das kennst du, oder? Komm, sing mit. Ich bin von innen, außen, oben, unten glücklich alle Zeit. Von innen, außen, oben, unten glücklich alle Zeit. Seit Jesus zu mir kam, die Sünde von mir nahm, bin ich von innen, außen, oben und glücklich alle Zeit. Es geht jetzt schneller, komm, sing mit. Ich bin von innen, außen, oben und glücklich alle Zeit. Von innen, außen, oben und glücklich alle Zeit. Seit Jesus zu mir kam, die Sünde von mir nahm, glücklich, glücklich alle Zeit. Jetzt schneller! Ich bin von innen aus den Open und glücklich alle Zeit. Von innen aus den Open und glücklich alle Zeit. Seit Jesus zu mir kam, die Sünde von mir nahm, bin ich von innen aus den Open und glücklich alle Zeit. Ho! Jetzt noch schneller! Ich bin von innen aus den Open und glücklich alle Zeit. Von innen aus den Open und glücklich alle Zeit. Seit Jesus zu mir kam, die Sünde von mir nahm, bin ich von innen. Und glücklich alle Zeit. Geht es noch schneller? Okay, ich bin von innen aus den Open und glücklich alle Zeit. Von innen aus den Open und glücklich alle Zeit. Seit Jesus zu mir kam, die Sünde von mir nah, bin ich von innen aus den Open und glücklich alle Zeit. Komm, jetzt sing mit. Ich bin von innen aus den Open und glücklich alle Zeit. Von innen aus den Open und glücklich alle Zeit. Sünde von mir nahm, bin ich von innen aus den Open und sind glücklich alle Zeit. So, wieder zurück. Und als erstes möchte ich fragen, hast du gern Verstecken gespielt? Oder spielst du immer noch gern Verstecken? Also als ich Kind war, habe ich unglaublich gern Verstecken gespielt. Zum einen war ich gern der sich versteckt hat. Ja, so, ich habe das beste Versteck gesucht, dass die mich immer als letztes finden oder sogar so versteckt, so gut versteckt, dass sie mich gar nicht gefunden haben. Und dann ging es auf einmal los, Jessie, Jessie, und sie haben mich nicht gefunden. Und dann sitzt du in deinem Versteck drin und denkst dir, hihihi, sie finden mich nicht. Ja, irgendwann zeigt man sich ja doch, weil wenn man nur in seinem Versteck sitzt, das ist ja schon ganz schön langweilig, oder? Und manchmal war ich auch gern diejenige, die gesucht hat. Ja, also erforschen, wo sind sie, wo haben sie sich versteckt und mich dann riesig drüber zu freuen, wenn ich sie gefunden habe. Kennst du das? Ging es dir auch schon so? Ich glaube, du kannst es echt gut mit mir nachempfinden jetzt. Und ich habe mal so in meine Bibel geschaut und ich denke, du hast deine Bibel auch zu Hause und da gibt es ganz, ganz viele Geschichten, wo das auch so war, wo entweder Menschen sich versteckt haben oder Menschen Gott gesucht haben. Und da möchte ich kurz mal mit euch so ein bisschen drüber reden. Ich denke mal, wenn du so überlegst, fallen dir bestimmt ganz, ganz viele Geschichten ein, wo das so ist. Ja? So, mir fällt als erstes ein, dass Mose zum Beispiel, der hat sich versteckt. Als er damals vom Pharao verfolgt wurde, ist er weggerannt und hat sich versteckt. Oder noch früher, noch weiter davor. Fällt dir jemand ein, ganz am Anfang? Oh, wie hieß denn der? Ah, genau, super, ja, Adam, da war es auch so. Als er und Eva sich gegen Gott entschieden haben, haben sie sich auch versteckt. Und dann kam Gott und hat was gemacht? Er hat sie gesucht, er hat gerufen, Adam, Adam, wo bist du? Oder wenn wir dann weiterschauen in der Bibel, der Jona mit dem großen Fisch hat sich auch versteckt vor Gott, ist weggelaufen, hat so getan, nee, bin gar nicht da. Oder im Neuen Testament auch, erzählt Jesus ganz oft Geschichten, wo
was verloren gegangen ist und es wiedergefunden wurde. Oder also was, oder jemand sich versteckt hat und er wiedergefunden wurde. Zum Beispiel Zachäus auf dem Baum hat sich da versteckt, um Jesus zu sehen. Und Jesus hat ihn gesehen und gefunden. Und was hat es jetzt mit uns zu tun? Warum ich das erzähle? Weil so geht es Gott mit dir. Dadurch, so wie am Anfang bei Adam, haben wir dadurch, dass wir Fehler machen, dass wir sündigen, haben wir uns vor Gott versteckt. Oder auch so verstecken wir uns immer mal wieder hinter Masken, ja, wo wir sagen, uns geht's gut, aber eigentlich fühlen wir uns gar nicht so. Ja? Und dann ist Gott aber da und will dich suchen. Und deswegen ist Jesus am Kreuz für dich und für mich gestorben und am dritten Tag auferstanden, damit er Gott uns finden kann. Und wenn er dich ruft, darfst du sagen, hier bin ich. Und er ist der, der gerne vergibt und der ganz nah sein will zu dir. Und andererseits möchte Gott aber auch, dass wir ihn suchen. Aber wo finden wir ihn? Finden wir den im Keller von unserem Haus? Nee. Finden wir den hinterm Vorhang? Nee. Wo finden wir Gott? Und wo können wir ihn finden? Da kann ich dir was nämlich sagen. Wir finden ihn in seinem Wort. Wir finden ihn in der Bibel. Ich denke mal, du hast bestimmt so eine ganz tolle Bilderbibel daheim oder deine Eltern haben eine große Bibel zu Hause. Dann setz dich doch mal hin und fang an, selber zu suchen, wo Gott ist. Weil in seinem Wort, in der Bibel, hat er ganz, ganz viele tolle Sachen versteckt für dich, die du finden kannst, die du suchen kannst, wo er auch gefunden werden möchte. Und gerade eben habe ich schon mal was gesagt, ne, dass dieses sich hinter was verstecken, ja, so sagen, es geht einem gut, aber eigentlich geht es einem gar nicht gut. Und dann ist man wie hinter einer Maske. Ja. Ihr kennt die bestimmt alle, ihr habt auch so eine wahrscheinlich auch zu Hause fürs Einkaufen oder wenn ihr mit dem Bus fahren müsst, eure Alltagsmasken, die wir jetzt ja gerade auch überall tragen müssen. Und wenn wir die aufhaben, dann ist es ja oft so, dass wir den anderen nicht wirklich erkennen. Ja? Und wie geht's dir denn dabei, wenn du den anderen nicht mehr siehst? Jetzt zum Beispiel, lache ich oder weine ich? Freue ich mich oder bin ich traurig? Siehst du das? Nee, ist schwierig zu sehen, wenn man die Maske auf hat. Und so machen wir das oft im Alltag auch. Wir haben dann wie eine Maske auf, wenn wir sagen, mir geht's doch gut, aber eigentlich bin ich echt traurig. Und das Schöne ist, und da möchte ich dir heute mitgeben, das habe ich so auf dem Herzen gehabt, wo ich mich vorbereitet habe. Gott ist ein Gott, der ist größer als alle Masken, die wir uns aufsetzen. Denn wenn wir uns, wie hinter dieser Maske, mir jetzt geht's immer gut und dir geht's aber nicht gut, wenn wir uns dahinter verstecken, ist Gott so groß, dass er hinter deine Maske schauen kann. Ja? Oder wenn wir Mist gebaut haben und sagen, ich war's doch gar nicht. Ja, das ist dann auch wie eine Maske, diese Lüge, die wir dann erzählen. Aber Gott ist größer und er kann hinter diese Maske schauen und sieht, wie es dir eigentlich damit geht. Ja? Oder hat gar nicht wehgetan, aber eigentlich hat es dir wehgetan. Das ist auch wie so eine Maske, die du dir aufziehst. Aber Gott ist der, der dich finden möchte hinter deiner Maske. Und deswegen jetzt möchte ich, dass wenn du deine Alltagsmaske aufziehst, dass du da auch mit dran denkst, dass Gott dich finden will. Und wenn du das nachlesen möchtest, wenn du mir nicht glauben willst, guck in die Bibel und finde es selber. Ich gebe dir einen Tipp, das steht in den Psalmen, in einem Psalm relativ weit hinten, nämlich im Psalm 139. Da steht drin, dass Gott dich suchen will, dass Gott dich findet. Und dass egal, wo du hingehst, egal, wohinter du dich versteckst, egal, wie es nach außen hin aussieht, Gott dich sieht und Gott dich findet. Und er sich von dir finden lassen möchte, weil er dich unglaublich lieb hat. Und das wünsche ich dir für diese Woche, dass du mal anfängst, Gott zu suchen in der Bibel und anfängst, dich von ihm finden zu lassen. Wenn du betest, wenn du merkst, boah, mir geht's eigentlich nicht gut, aber ich sag immer, boah, mir geht's voll gut, dann sei bereit, dass Gott hinter deine Maske schauen darf. Dass du sagen kannst, Gott, hier, ich möchte nicht mehr einfach nur sagen, dass alles toll ist, wenn es so gar nicht anfühlt. Dann darfst du das auch vor Gott bringen. Und ich möchte jetzt einfach kurz noch für dich beten, da wo du jetzt bist. Wenn du mitbeten möchtest, darfst du die Augen gerne zumachen oder deine Hand auf dein Herz legen. Und dann möchte ich da kurz noch für dich beten. Ja, Jesus, ich danke dir, dass du groß bist und dass du jeden von uns kennst und dass du ein Gott bist, der sich gern finden lässt und auch nach uns suchst und dass du alles für uns gegeben hast. Und dass, wenn wir jetzt im Alltag sind, uns von dir finden lassen dürfen, zu dir kommen dürfen, beten dürfen und du bist der Gott, der uns hört, der uns lieb hat und
dass du auch ein Gott bist, der sich finden lässt. Und so danke ich dir, dass du jetzt zu jedem Kind sprichst und dort, wo es sich hinter diesen Masken versteckt hat, Herr, dass du ihnen hilfst, da rauszukommen, dass sie ganz neu sehen, dass sie bei dir keine Masken tragen müssen, sondern dass sie bei dir so sein dürfen, wie sie sind. Sind sie traurig, dürfen sie vor dir auch traurig sein, weil du uns kennst. Sind wir fröhlich, dürfen wir auch fröhlich sein bei dir und du kennst uns noch mehr. Ich danke dir dafür, dass du jetzt bei jedem von uns bist und wir jedes Kind segnest, da wo es ist, auch jetzt in dieser Ferienzeit, die anfängt, und dass wir bei dir alles loswerden dürfen, was uns bewegt, und dass du es bist, der ganz nah ist. Amen. Und damit wünsche ich dir eine ganz tolle Woche, einen tollen Ferienstart in ein paar Tagen für die Schüler, und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.